Haha, herzlich willkommen. Ihr könnt mich nicht sehen, denn ich bin in einem Fass drin. Ja, das ist ganz normal in diesem Spiel. Ihr wisst das ja, ihr kennt das ja. Und ich glaube, ich habe auch inzwischen die Lösung gefunden, wie wir hier weiterkommen. Ich werde jetzt erstmal dieses Fass nochmal deplatzieren. Wuhu. Sehr knapp. Und hier haben wir noch einmal... Wir müssen ja immer in diesem Fass in Sicherheit bleiben. So, und jetzt können wir nämlich hier rüber. Und da! Nicht runterfallen! Damn it! Na gut, dann sehen wir das jetzt nochmal. Das haben wir erst letzte... Das geht ja jetzt. Das haben wir erst letzte Folge gesehen. So, komm jetzt hier. Da kommt schon der Laser. Gar nicht so einfach. Das ist jetzt tückisch. So. Ich würde mal interessieren, ob sich irgendwelche Leute das Spiel gekauft haben. Ob es euch auch gefällt, wenn ihr es selber spielt. Und wenn ja, ob ihr die Rätsel eigentlich gut findet, schwer findet. Ich finde sie, glaube ich, alle sehr, sehr gelungen. Und auch der Schwierigkeitsgrad, der so nach und nach anzieht, gefällt mir sehr gut. So. Schnell. Immer ruhig bleiben, auch im Stress, ne? Das war immer so ein Spruch bei uns, während wir irgendwie geschnitten haben oder so. Tja, ich bin mir jetzt gar nicht so sicher, komme ich da denn rüber? Das sieht irgendwie nicht so aus. Doch, muss nur schneller sein. Boah, das wird jetzt haarig. Und jetzt ein letztes Mal. Zack! Wo kann ich denn jetzt hier lang? Ah, da muss ich weiter. Alles klar. Diesmal müssen wir nach vorne. Was? Ich teleportiere mich einfach immer weiter. Habt ihr den Typen im Hintergrund gehört? I said, you have to make a death trap, not a fucking obstacle course. Übersetzt heißt das so viel. Ich habe euch gesagt, ihr sollt eine Todesfalle herstellen und nicht einen verdammten Hindernislauf. Und das genau ist das, was wir hier gerade machen. So, haben wir denn jetzt eigentlich alles? Nein. Wir haben 10 von 11. Guckt euch das an. Oben steht's. Wir haben 10 von 11 gefunden. Wir haben irgendeins irgendwo übersehen. Irgend so ein Scheißteil. Und, ich weiß nicht wo. Hier ist dann noch ein Raum leer, aber den haben wir ja schon ausgekundschaftet. Da war nichts. Challenge. Tja, irgendwo in diesem Level scheint noch einer zu sein. Ich habe sehr gehofft, dass wir das irgendwie mit voller Punktzahl hier bestehen können. Vielleicht habe ich es auch irgendwo übersehen und man sieht es dann später im Let's Play. Das wäre natürlich schade. Sehr schade. Kann man aber nichts machen. Containment Facility. Now entering. Wir sind in einem neuen Level angelangt. From this floor you can access the quarantine area where the creature is trapped. Also wir sind immer noch auf der Suche nach dieser Creature. Wir konnten immer noch unseren Kleinen auch nicht, unseren kleinen Freund nicht retten. Der hier immer mit uns spricht. Uns immer Infos gibt. So, dann wollen wir mal hier rüber und jetzt mal aufpassen, wo kommt der Laser? Wann kommt der Laser? Auch cool mit den Rohren, dass es dann immer so bestimmte Safe-Punkte gibt. Obwohl es gar nicht so aussieht. Puh, jetzt müssen wir da bis rüber. Oder sollen wir da einfach laufen? Die große Frage. Nee, ich glaube, da muss ich hinsprinten und mich dann darin verstecken, weil sonst kommt der Laser zu schnell wieder. Nein, natürlich nicht ins Nirvana mich teleportieren, das ist natürlich doof.
immer schön genau teleportieren. Das hilft. So, mal gucken. Sind wir da gesaved? Nee, sind wir nicht. Von wegen. Und Checkpoint. Wir haben Gegner. Wow. Haha, du bist auch. Dun, dun, dun. Die Sprüche sind echt cool. Soll ich sagen, ich musste sehr oft lachen. Nein! Ah, damn it! Dass der da ausgerechnet wieder den Alarm drücken konnte. Gibt's ja nicht. Wie viele haben wir denn da? Einen nur? Das kriegen wir hin. I guess it's safe. Da hast du mal falsch gegessed. Zack. Und wieder sauber. So. Wo müssen wir lang? Was müssen wir tun? Hier können wir in ziemlich viele... Oh. Hier können wir auch rein. Hier können wir auch rein. Mal gucken, wo uns das hinführt. Oh, da hätten wir vorhin reingekonnt. Ah, okay, verstehe. Hätten wir das alles etwas anders machen können. Aber es hat ja funktioniert. Oh, der Alarm. Hier ist der Alarm also. Weg damit. In diesem Ding. Was bringt uns das? Bringt uns das was? Das bringt uns gar nichts. Und weg. Keine Süßigkeiten. Wir haben jetzt, glaube ich, wieder ein neues Level, ne? 7 von 18. Ach so, guck mal an. Wieso habe ich denn hier schon 7 gefunden? Sind wir in dem Level, in dem Bereich, wo wir schon mal gewesen sind? Ich bin gerade verwirrt. Anscheinend. Guck mal, hier sind noch so Level. Das kommen wir wahrscheinlich jetzt so ein bisschen wieder in die Ecke, wo wir schon mal gewesen sind. Ich frage mich jetzt gerade, wo sind wir eigentlich? Da sind wir. Na, dann bin ich jetzt mal gespannt. Wo kommen wir hin? Hier tun sich neue Level auf. Checkpoint. Ah, nicht schon wieder so ein komplett geschützter. Wenn ich da irgendwo so ein Explosionsding... Ah! Süßigkeiten! Hm, die Süßigkeiten. Die Süßigkeiten. Ich will die Süßigkeiten haben. Ich werde zwar sterben. Yeah. Eleganto. So, hier kommen wir her. Das heißt also, irgendwie müssen wir den da wegkriegen. Aber ich weiß nicht wie. Ich könnte mich da rein teleportieren, aber das wäre mein sicherer Tod. Vor allem würde mir das nichts bringen. Deshalb werde ich jetzt eher mal versuchen... Na, da komme ich nicht hin. Damn it. Ich muss hier rüber. Das ist natürlich sehr unangenehm. Oh. Nein! Oh. Ich habe nicht dran gedacht, dass der meinen Schatten sehen kann. Mhm. Was? Was zur Hölle war das? Aber das muss ich ausnutzen. Da muss man schnell reagieren bei solchen Gelegenheiten, die sich einbieten. Zack. Hervorragend. Das war cool. Das war, glaube ich, nicht ganz geplant. Ich weiß nicht, der hat da plötzlich Break gedanced. Und dann konnte ich das ausnutzen. I'm aware that asking you to absorb this creature's abilities seem cruel. Okay. But it's the only way. The only way! Wir haben keine andere Wahl. Wir müssen dieses Wesen anscheinend irgendwie zerstören und seine Fähigkeiten aufsaugen. Dann wollen wir mal gucken, ob wir das auch hinkriegen. Oh, Explosionsfässer. Die können wir bestimmt gewinnbringend einsetzen. Was haben wir hier? Hier haben wir gar nichts. Das wird dann ja nicht einfach, dem auszuweichen. Hier haben wir auch überall irgendwelche... Ich gehe jetzt doch mal in den Raum hier rein. Ich befürchte fast, wir müssen hier das Fass korrekt einsetzen. Das sollte aber möglich sein.
So. Das ist angemacht und jetzt müsste es gleich explodieren und dann müsste das Ding hier weggehen. So. Damit ist eine Tür offen. Und das ist zufällig genau die Tür, die wir brauchen. Insofern gut. Hier können wir momentan jedenfalls nicht weiter. Eventuell... ich komme da mit der Kamera nicht weiter hin. Können wir da aber mal später dann... Komme ich da vielleicht eigentlich durch? Wenn ich in diesem Ding drin bin? Weiß ich nicht. Jetzt gehe ich erstmal hier lang. Und das hier scheint mir so eine Möglichkeit zu sein, das Ding hier nochmal einzusetzen. So, jetzt... Oh nein! Damn it. Aber das ist, glaube ich, die einzige Möglichkeit, wie ich diesen Typen hier wegmachen kann. Another boring patrol. Damn it. Da bin ich zu weit weggelaufen. Ich muss das näher ranbringen. Na gut, das ist aber nicht das Problem. Das Problem ist eher, ob ich da nicht weiß, ob das jetzt überhaupt das Richtige ist, was ich hier mache. Habe ich jetzt das Ding... Ah, das Ding ist wieder an. Na super! Darf ich alles normal machen? So. Und bitte explodieren. Jawohl. Das kennen wir schon. So, das bringe ich jetzt mal näher hier ran. So, jetzt, wo geht der lang? Ich glaube, das ist alles zu eng. Verdammt. Und das hat denen wieder nichts gemacht. Dammit! Ich finde das jetzt hier gerade schwer. Oh Mann! Ich gehe jetzt da einfach so durch. So könnte man ihn wahrscheinlich umbringen. Aber ich laufe jetzt einfach mal so durch. Checkpoint. Hier könnte ich sowieso nicht durch. Oh, oh, oh. So. Oh, da kommt ein neuer. Nee, kommt kein neuer. Sehr gut. Hier haben wir wieder mal eine Energiezelle. Die wir allerdings so ja nicht deaktivieren können. Dazu bräuchten wir einen zweiten. Sonst kommen wir ja nicht mehr zurück. Dann nehmen wir doch einfach den hier. Was ist der Sinn? So. Ein ganz schönes Hin- und Hergeschiebe hier, ne? So. Damit haben wir die Energiequelle versiegen lassen. You found a map of the area. Wir haben eine Karte gefunden. Das ist natürlich ganz cool. Dann kann man auch richtig sehen, wo man hin kann, wo man nicht hin kann. Da will ich rein zum Beispiel, denn da gibt es Süßigkeiten. Das ist ja wohl mal ganz klar, dass ich da rein will. Die Frage ist bloß, wie kommen wir da hin? Wir haben einen Checkpoint und wir haben dort eine kleine Lüftungstür. Und ich nehme an... Ja! Freude! Freude! Da kommen wir nicht hin. Das heißt, da müssen wir später erst hin. So, wo war das jetzt hier? Da. So, haben wir hier noch irgendwelche Wissenschaftler? Süßigkeiten. Does this room look familiar? Waren wir hier schon mal? Könnte sein, ne? Ich könnte mir vorstellen, dass wir hier schon mal gewesen sind. Ach ja, das war der Anfang. Huch, da ist ein Typ. Den habe ich gar nicht gesehen. Aber vielleicht können wir den da einschließen. Another boring patrol. Mal gucken, was der jetzt macht, wenn er da drin ist. Kann der durch das Fenster durchschießen? What? Mal gucken. Hier bin ich. Guck mich mal an.
Oh, oh, der kann tatsächlich durch das Fenster durchschießen. Na gut, aber das soll mich nicht weiter stören. Der ist jetzt da eingeschlossen. Er kann selbst mal die ganzen Tests machen. Ist die Frage, wo wir lang müssen, ne? Da haben wir noch einen ganzen Raum, den wir nicht betreten konnten bisher. Yeah. Guck mal, ich kann sogar als Wissenschaftler rumlaufen. Das ist ja cool. Das könnte auch ein Trick sein, den man nochmal verwenden kann vielleicht. Hier oder dort. Oh, oh. Sound the Alarm, sagte da gerade einer. Wo ist der? This is all just a dream. Hier spricht doch irgendwo einer. So, was ist mit dem hier? Sind das so Filmdinger? Ja, Canisters. 2 von 5 haben wir schon destroyed. So. Da ist der, den wir nicht kaputt machen konnten. Aber Süßigkeiten gab es hier nicht. Dammit. Noch hier diesen ganz kleinen Raum. Aber so richtig sinnvoll ist das ja auch nicht, da reinzugehen. Denn da gibt's nicht. So, dann würde ich sagen, wollen wir mal zum nächsten Checkpoint gehen, um die Folge wieder zu beenden. Die große Frage ist, wie kommen wir jetzt eigentlich hier wieder raus? Denn immerhin, Halt, bleib hier! Dammit! Oh Mann, jetzt habe ich mich hier rein verfrachtet und weiß nicht, wie ich wieder rauskomme. Sind hier nirgends irgendwelche Fässer, die man noch erreichen könnte? Da hinten diese zu weit. Interessant. Ich glaube, wir sind eingeschlossen. Wir haben uns selbst eingeschlossen. What is that? Bam! Gott sei Dank haben wir das nochmal geschafft, hier rauszukommen. Der Wissenschaftler kann jetzt wieder da weiterarbeiten. What the? Ja, genau. What the? Oh, ich habe hier gerade irgendwie eine merkwürdige Anzeige. Aber die seht ihr wahrscheinlich gar nicht. Die liegt aber so ein bisschen doof über dem Spiel drüber. Naja. There should be a hallway just north. Hier können wir nicht weiter. Mhm. Aber wo müssen wir lang? Wahrscheinlich auf die andere Seite. Gegner! Das war knappo! So. Der ist wieder rundum geschützt. Aha. Hier können wir uns austauschen mit einem Fass. Hier geht's weiter. Bitte, bitte. Lange Gänge. Und ein Soldat. Ein Ex-Soldat. Zack! Checkpoint. Damit ist hier die Folge auch beendet. Liebe Freunde, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Dieses Spiel finde ich bisher ziemlich sehr cool. und ich freue mich, dass das so ein paar mehr Folgen auch zusammengebracht hat. Bisher kann ich nicht klagen. Ich glaube, das werden sogar mehr Folgen werden als hier von Deadlight, von dem anderen Indie-Game. Insofern, ja, es lohnt sich, wie man sieht. Die Grafik ist toll, der Sound ist toll. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, Freunde. Tschö.